Und da sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, auf dem Weg Richtung Krankenhaus mit kleinen Abstechern. Ja. Jasmin? Ja, ich bin Ah, da. okay. Ich würde sagen, wir erklimmen den Berg im Sturm. Ja. Der Vogelnest hast du ja wahrscheinlich. Ja, hat sie schon angeguckt. Das hier drüben hat sie nicht angeguckt. Dann. Nee, das ist doch. Und hier hat sie auch nicht reingeschaut. Dann. Dann. Weißt du, die Zuschauer haben es ja eigentlich richtig gut, ne? Dadurch, dass wir immer so spät abends aufnehmen, bin ich ja schon etwas ruhiger. Ja. Trotzdem noch bescheuert. So, ich habe im Müll habe ich Brechsand gefunden. Da könnte ich jedes Mal Brechsand. brechen. Frust rauslassen. Vitali Klitschko. Dr. Eisenfaust. Eisenfaust. Ja, war doch sein Spitzname früher. Jetzt ist es meiner. Das ist doch nicht mehr wahr. Bist du schon los? Ja, ich musste mal da kurz was machen. Ach so, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, du läufst die ganze Zeit mit mir. Nee, ich musste eben das einmal posten. Ach so. Herr Kleber, ich nehme es erstmal mit. Ich kann es ja noch wegschmeißen. Können wir ja selber herstellen zur Not. Ah, ich wollte gerade sagen, was machst du da oben, aber das bist du gar nicht. Naja, halt ein Schnabel. Halten Sie bitte den Rand, Sir. Immer gewählt und höflich ausdrücken, Jasmin. Ich habe nur gesagt, halt den Rand. Wären Sie so gnädig, Das war Ihr noch vorlautes freundlich. Mundwerk zu halten. Hä, wieso durchsuchst du hier den Müll nicht? Ich bin wo, da bin ich nicht lang gekommen, ich kam von hier. Als ich das Gebäude gekauft habe, meinte man zu mir, ich möchte mit dem Turm irgendwas kompensieren. Jetzt sind wir schon wieder überall. Tatsächlich wollte ich nur was Gleichgesinntes haben. Ja. Du bist ja heute mal wieder lustig. Fenster, Puppe. Nicht Aber die wirklich, Karre ne? haben wir baut, ne? Oh, hier. Blaues Big Pack. Das können wir zerlegen. Dietrich können wir auch zerlegen. Shit drauf. Kann man kaputt schlagen, die Kisten. Feder. Meine Handschuhe sind bald im Eimer. Ich wusste nicht, dass hier Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Ich wollte nicht stören. Ich bin von der Bauaufsicht und soll dieses Gebäude abnehmen. Ich soll einmal Halt mal hier den inspizieren, ob hier Überblick. alles. Ich weiß zwar nicht, ob ich Stufe 6 habe, aber ich würde sie sowieso nicht verwenden. So. Ein paar elektrische Teile. Da kommt der. Warum haben wir uns nicht hier was gemacht? Hier ist ja gar nichts in der Nähe. Weil sicher hier oben. Okay, doch nicht so sicher. Scheiß Vogel. Ich bin durstig, Jasmin. Ich muss erstmal was trinken. Achso, du bist da Alter, oben auf dem dieser Turm, ja? Vogel, ey. Da hat man bestimmt eine tolle Aussicht. Oh, hier ist ein Vogel runtergefallen. Ja, könnt ihr, den hab ich gerade breit geklatscht, ey. Das ist ein Sturzvogel. Geh noch ein Stückchen höher, weil es so schön ist da oben. Nö, vielleicht ist ja da was Geiles. Gott, ey. Ich krieg jetzt schon ein mulmiges Gefühl wieder am Bauch. Hast du Höhenangst? Boah, ist das eklig. Ich guck nur nach oben und ich weiß, wie tief das ist, ey.
baue mal die Mechanik hier ab, ne? Die brauchen das eh nicht mehr. Der Rundfunk ist eh gestört. Mit Gammelfleisch. Im Radio läuft nur Schmutz zurzeit. Sich voll gelohnt. Oh, ey, hier kann man die Welt... Ey, da steht ein fettes Schloss in der Dingswelt. In der Schneewelt. Ey, das sieht ja richtig cool aus da. Da hinten. Ah, da hinten müssen wir hin. Aber du brauchst spezielle Kleidung, ne? Wir müssen nach da. Ja, der Straße folgen. Ja, genau. Da hinten kommt auch schon ein Einkaufszentrum wieder. Und da hinten ist so ein hohes Gebäude. Ja. Oh Gott, das ist so, ich krieg richtig Gänsehaut. Boah. Geh aber vorsichtig die Leiter. Geh rückwärts die Leiter runter, wegen Arbeitssicherheit, ne? Ja, ja. Hier sind so viele elektrische Komponente. Gab schon 17 Motoren. Kombo. Komponenten. So. Jetzt habe ich das Wichtigste schon mal gemacht. Das ist ja cool. Egal gewesen, aber... Wie sieht es aus, wenn man nach da hinten guckt? Da sieht man nicht viel. Wo wir herkommen. Wie viel Nahrung habe ich denn? Ich gönne mir mal ein Ei. Kannst, Ei kannst du essen, warm? Nee, ich bin ja zu blöd, hier runter zu gehen. Wie soll ich denn jetzt hier runterkommen? Ich kann ja schlecht springen. Und fliegen? Jetzt. Einmal. Oh, geh jetzt runter. Ei kannst du essen warm, Ei kannst du essen kalt. Du bist noch auf dem Turm, ne? Nee, ich geh grad runter. Ich frage mich, ob wenn ich das unterste Stück Leiter abbaue, ob die ganze Leiter runterknallt. Hm. Wie wär's, wenn wir es einfach nicht ausprobieren? Na, ich weiß nicht, das triggert mich jetzt aber schon, weil du da oben bist. Hey du. Ach Mann, wie war denn das jetzt hier nochmal? Ey. Da. Patrick. Elektronische Komponente. Ich hab nur die Lampe abgebaut. So, ich bin wieder unten. Okay. Und sie hat schon wieder Hunger und ich bin schon wieder einen überladen. Ah. Oh ja, es wäre alles runtergefallen. Arschkack. Das sieht aus. Wie geil ist das? Bum, 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 bum. Das meiste davon ist kaputt gegangen. So. Wollen wir jetzt mal wenn du Eisen, achso, wenn du Eisen hast, kannst du es ja mir geben. Weil ich baue ja die ganze Zeit Eisen ab. Dann sparst du ein bisschen Space. Ja. Kriegt der Sack. Und zerlegt hast ja auch alles, ne? Ja, einiges, ja. So, los jetzt. Jo, weiter geht's. Jasmin. Eigentlich die Straße da hinten. Ja. Wir können ja hier quer so ein bisschen schräg gehen. Dann finden wir vielleicht noch das ein oder andere Vogelnest. Baumstumpf. Zombie. Ja, den mache ich gleich. Kein Honey. Boah. Jasmin. Ja. Ja, wieso diese Gewaltexzesse? Warum nicht? Das ist ja brutal, wie du hier vorgehst. Was sollen die Leute denken, die das sehen? Ach, die kriegen Angst. Man nennt dich nicht umsonst Jasmin, die Grausame. Mhm. Der Schrecken der sieben Weltmeere. Jetzt kommt hier wieder ein See. Hä? Ah. Müll. Lumpen. Lass dich nicht lumpen.
Da ist ein Nugget auf der anderen Seite. Und ein Zombie. Und ein Zombie. Ich glaube, da kommt noch einer irgendwo. Kannst gleich liegen bleiben, Kollege. Danke. Hä? Ah, hier. Es hat mich ver... Da. Ist zu weit weg. Oh, das war gar nicht schlecht. Weiß, danke. Ich hab das Huhn. Echt? Oh, ich werde immer besser. Und das war richtig weit weg. Aber Jürgen hat's festgehalten. Danke, Jürgen. Jürgen? Ja. Begutachte doch mal meinen Schuss hier. Diese blöde Dose. Und Jürgen, was sagst du? Boah, die ist immer noch nicht am Laufen. Ja, ich glaube, ich habe eine Treppe gehört. Mhm. Ich habe gerade nämlich das Licht gesehen. Der Knochen kann weg, den brauche ich nicht. Federn könnten wir machen. Pfeile. Pfeile haben wir aber keine Steine. Pfeile könnten wir machen 2 und 25. Da ist ein Karnickel. Bleib doch mal stehen. So, dem Knochen. 25 Stein brauche ich also. Oh. 27 Stein. Sechs, neun, elf, achtzehn, zwanzig, dreißig. Machst du mal kurz auf? Jo, ich bin on den Weg. Aber wo steht sie? Ach, da. Wenn sie jetzt stirbt, halte ich denn eigentlich Totenwache? Maskulin. Pfeile, 6 kommen jetzt noch. Er macht 9 Stack fertig. Okay, also 13. 12? 12 Pfeile, die ich einfach verschießen kann. Das wollte ich auch mal ausprobieren. So, Prinzip Pfeilroulette, aber wo kommt der runter? Ich glaube, der kommt nicht runter. Der war. Treffer. Dann muss er wieder aufstehen. Treffer. Das war's mit ihm. Nice. Oh, du läufst gar nicht mehr. Jetzt läufst du wieder, aber in die falsche Richtung. Das war knapp dahinter. Das war davor. Ich habe immer noch ein 12er Stack. So, jetzt passt das wieder. Ich könnte jetzt noch Fleisch machen.
Wir haben das Grillrost und den Kochtopf gar nicht mitgenommen. Aus der Feuerstelle. Wir sind so doof. Wir sind so doof. Wir sind so unfassbar doof. Oh, sind wir dämlich. Vor allem, die brauchen wir ja, wenn wir unterwegs was abkochen wollen. Da. Ey, wir sind so doof. Wir haben ja das Grillrost und den Kochtopf liegen lassen in der. Ja, das bräuchten wir eigentlich zum Kochen unterwegs. Ja, toll, Patrick. Es ist alles meine Schuld, Jasmin. Ja, immer. Es tut mir leid. Ja, glaube ich dir nicht. Ach. Die meint nur, was ist denn? Ich so, Dann müssen wir mal gucken, vielleicht finden wir ja noch was. Ja. Kochtopfmäßig. Oder Grillrost. Oh, ist das ärgerlich. Hast du mich echt mitbekommen? Oh. Geiler Effekt mit dem Wasser. Könnte man ja erstmal dann hier auf der Brücke bleiben, bis das. Ich sehe schon das Krankenhaus. Ja, aber wenn das jetzt dunkel gleich wird, ja. Dann gehen wir sicher drauf. Wir haben noch Tierfett, da können wir doch eine Fackel machen. Ja und? Die greifen trotzdem an. Ja. Aber die kommen ja auch die Brücke da hoch. Wer läuft denn da? Der hässliche James. Ein Abenteurer. Hässliche Patrick. Hallo, Jasmin. Woo! Hier bin ich. Die Bims, eins Abenteurer. Bims. Juhu. Ich kann schon das Krankenhaus sehen. Nö. Blei wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Natürlich doof jetzt die Uhrzeit, ne? Oh, hier ist, ja genau. Ist ja auch noch ein Gebäude gewesen auf dem Weg dahin. Toll. Gute Nacht. Bleib mal allein liegen, du. Brauchst nicht aufstehen. Du hast gesagt, du sollst dich hinlegen, Junge. Level up. Wieso schon wieder, ey? Ich nicht. Kann ich leveln, dass ich mehr tragen kann? Oh, ja. Wo war denn das? Jetzt kommen sie. Hier, hallo. Bei Stärke vielleicht? Ja, geh doch nicht drauf ein, Jasmin. Du kannst einer Konfrontation auch mal aus dem Weg gehen. So wie ich. Sir, ich möchte mich nicht streiten. So, siehst du? Das hat er eingesehen. Da kommt schon der nächste Zappel, Heini. Der glückliche Sammler, Schaltstoffsammlung. Er hat schon wieder irgendwie. Ihn hat schon wieder irgendwas gestochen. Ah, Packesel. Habe ich noch Punkte? Nö. Habe ich nicht. Ich mag ungern jetzt reingehen, ey. Ich kaufe mal hier das Feuerholz ab, ne? Maismehl. Hä? Ich weiß nicht, hast du denn Maismehl? Nee. Ach, da kommt er jetzt. Dann werde ich das vielleicht wieder zurück ins Regal legen. So. Aua! Der Angestellte hat mich geschlagen. Kunde ist König, Kollege. Ich will sofort mit dem Manager sprechen. Sir, Ihr Angestellter hat mich handgreiflich angegangen. Ist mich. Mensch, jetzt sammle ich die scheiß Knochen wieder ein, ihr. Wieso das denn? Wir brauchen die doch nicht. Ja.
Ich habe die auch witzigerweise da eben hingelegt und dachte, hm? Oh, was ist das denn? Ja. Geil, Knochen. Plastikmüll. Ich weiß gar nicht, was machen wir eigentlich mit Plastikmüll? Hast du schon mal was gebaut mit Plastik? Ich glaube, da kannst du was mitbauen, ja. Aber ich weiß nicht, was. Gibt doch auch Rezepte. Achso, du kannst machen eine Kühlbox, Armtanzstuhl, Bergbauhelm, Cowboystiefel, doppelläufige Schrotflinte, Geländefahrzeugscheinwerfer, Mod, Helmlicht, Mod, Jagdgewehr, Laufschuhe, Pistole, Sprengbolzen für Armbrust. Das Papier brauche ich nicht. Weg damit, ey. Nägel zerlege ich fertig. Feuerkiste mit Feuerpfeilen. Oh, Mann! Achso, wenn du schleichend reingehst und die liegen da, ne? Stehen die nicht auf. Ja, egal. Habe ich ganz vergessen. So, die Frau, die nimmt Zement und Dings mit. Zement und Pflasterstein. Dann gehe ich jetzt nochmal durch den Laden gucken. Warte doch kurz auf mich. Ne, ich will nur gucken, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Leer, leer, leer. Bin ich dann schon wieder ein überladen? Oh, Eisen, hier willst du mal Eisen mitnehmen? Ja, meine Wenigkeit ist unterwegs. Bist du da? Ja. Ja. Oh, geil. Dankeschön. Bitte. Wenn du mich brauchst, was Arbeit angeht, ne? Also, falls du Hilfe brauchst, sag mir nicht Bescheid. Ich bin in der Küche und mach Pause. Ah ja, wie immer. Dose Mais. Kaffee. Kaffeepulver und Dose. Dose ist Blei. Blei sammle ich nicht. Kaffeepulver habe ich schon. Leider habe ich keinen Spaten, ey. Trübes Wasser nehme ich mit. Wo kommt er denn? Ach, da. Geht er zu dir? Wo ist er denn? Hinter dir. Ja. Hallo! Dieser Bereich ist leider nur für Mitarbeiter. Ich würde Sie höflichst bitten, diesen Bereich wieder zu verlassen. Danke, Sir. Ich hab das mal geklärt, Boss. Hier ist eine verschlossene Tür. Ach, die führt nur im Laden. Hat er mich erschrocken? Hallo. So, Sie kommen bestimmt zum Bewerbungsgespräch, ja? Leider sind alle Stellen schon vergeben. Oh, ich hab keine Ausdauer. Ja, ich auch nicht, ey. Das war ja eine dämliche Lache. Ich habe ein Rezept für Juckersamen, das könntest du mal lernen. Papier nehme ich nicht mit. Brauche ich aktuell leider keinen Spaten, ey. Irgendwann habe ich Verwendung fürs Papier. Und dann habe ich keins. So. Oh oh. Es ist 22 Uhr. Jasmin, Feierabend. Die Zombies werden aktiver. Oh, hier ist noch so ein Anhänger mit ein bisschen Klambims für dich. Und ich habe nicht so viel Ausdauer, ey. Was ist dahinter? Lehm. Kann ich selber abbauen. Bei mir ist ein Hund. Hund. Ein Hund. Aber wo? Da! Böse. Aus. Dass die Leute ihre Hunde nie an die Leine nehmen. Ich versteh's nicht.
habe hier ein Problem. Problem ist gelöst. Ich bin vielleicht minimal infiziert. Hast du auch Honig? Ach nee, den hast du ja schon gegessen. Ja, den Honig habe ich mir schon gegönnt. So, Papier bleibt hier. Stufe 2 Metallhammer, brauchst du den? Ja. Bring ich die gleich rein? Gegebenenfalls wurde ich... Ach, ja, die sind ja jetzt schneller. Eieiei, das war aber ein riskanter Move. Spring noch mal hoch, bitte. Kannst du das noch mal tun? Komm her. Hopp. Das sah ja cool aus. Kann ich alles nehmen, weil das kann ich dir geben, das sammelst du ja. Hier sind noch Zement, da ist abgeschlossen. Langsam ein bisschen Schiss hier in der Dunkelheit. Ah, da bist du. Hier ist noch ein blaues Stickback. Hier sind noch viele aus Zement, aber ich guck gerade, ob ich hier irgendwo raufspringen kann. Achso, warte, ich will dir noch was geben. Damit ich wegkomme. Das. Die beiden Sachen hast du eingesteckt, ne? Ja. Warte, da kommt noch was. Und zwar das hier. Oh, da komme ich so jetzt gerade nicht. Und ah, jetzt. Das hier. Dürfte ja sein, was du sammelst, ne? Warum bewegt sich das denn? Hallo? Die Sachen dürfen nur beschädigt werden, nachdem sie gekauft wurden. Aua. Was ist das denn? Auch das Rezept. Den habe ich aber richtig einfach im Lasser hauen. Der macht uns keine Probleme mehr. Hoch? Nee, wa? Oh, guck mal, da oben ist ja auch noch Zement. Ja, hier ist überall noch. Ich will nur jetzt noch nichts machen wegen Kämpfen. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Kommt man hier hoch? Ich bring dir das gleich. Wer so. Hab ich denn schon? Oh, bei mir ist ja Unterarm gebrochen. Fast 500 Zement habe ich schon. Das ist so ordentlich. Oh, da komme ich nicht ran. Kann man hier nicht aufs Dach, wenn man das einschlägt? Boah. Da stellst du Fragen. Ich versuch das jetzt einfach. So, warte, ich leg dir hier einmal dein Zement hin. Eisen. So, ich baue dir nochmal Pflastersteine ab. Scheiße. Au, wo kommst du her? Lass den Pfeiler in Ruhe. Nee, komm hier nicht hoch, ey. Scheiße. So. Den habe ich nicht mitbekommen, den guten Burschen. Jetzt kommt der nächste gleich rein hier. So. Das habe ich geklärt. Ich nehme mal die Pflastersteine mit, Jasmin. Die können wir gut gebrauchen. Um Pflaster zu steinigen. Was ist das? Einfach nur Stein. Toll. So. Oh, ich habe Hunger. Ich fange mal an mit der Dose Mais. So. Das hier noch weg. Die Leiter da nicht anbringen, so ein Sch- bitte.
Bitte. Weil ich hier stehe noch, wa? Oder? Nee. Echt? Denke ich, ja. Ah ja, Tatsache. Oh, im Einkaufswagen war noch ein Kaffee. Jetzt habe ich schon drei. So. Drei Kaffee. Ich bin oben auf dem Dach. Ihr könnt mich mal, ey. Ja, ich baue Einkaufswagen ab und kriege absolut gar nichts dafür. Komm mit aufs Dach. Auf jeden Fall sicherer als da unten. Hallo. Aber ich habe einen Motor gekriegt. Ja, ich will das nicht, dass sie mich jagen. Außerdem kann man von hier auch oben aufs Dach gehen, von dem Einkaufszentrum. Ja. Gibt's da was? Weiß ich nicht, ich bin da nicht. Ach so. Ich muss erstmal hier wegen einen überladen gucken und so. Ja. Das packe ich dahin, das packe ich dahin, so. Ach, wenn man so viel mal locht, hat man immer Hunger, ne? Ach, fuck. Na, Jasmin, bitte. Scheiße. Jasmin, das macht's nicht besser. Ah, Mist. Ich hab mein Reparaturkit für das Falsche gerade genommen. Okay, was hast du repariert? Den Hammer, den ich aber gar nicht so brauche, sondern ich wollte eigentlich die Axt. Die Axt, wo ist denn deine Leiter hier? Hier, wo das Loch ist, ja. Ach Gott, hallo? Ich hab die nicht hier gesehen. Du hast also, hinter dir ist ein Hirsch. Den kriegen wir nicht tot, ne? Der läuft weg, oder? Wollen wir auf den schießen? Oh, mega! Ich liebe es. Warte mal. Ich habe ihn einmal getroffen. Ja, der läuft weg. Den kriegen wir nicht tot. Oh, Kacke. Gar nicht bis dahin, glaube ich. Ich komme hier nicht mit klar mit dem Pfeil und Bogen. Ja, weil die Pfeile immer runterfliegen, ne? Ich treffe nicht einmal. Ich bin schon so dicht dran mittlerweile. Ich habe getroffen. Ja? Ist er tot? Weiß ich nicht. Ja, der bewegt sich nicht. Jo. Geil. Das gibt gutes Fleisch. Ja. Und es ist vegan, weil es Freilandhaltung ist. Oh. Ja. Ich weiß aber nicht, ob wir den noch essen können. Warum? Ist der infiziert? Hier ist kein MHD auf dem Hirsch. Oh. Ich weiß nicht, ob der abgelaufen ist. Zu blöd. Ja, First World Problems. Ich glaube, das ist recht egal, wenn du in so einer Situation bist. So, ich habe denn auf jeden Fall noch Pflasterstein und Zement für dich. Achso, oh, hier liegen aber welche und schlafen, ey. Und ich hätte drei Reparaturkits. Ich warte, bis du kommst. Ja, gib mir mal bitte eins für meine Axt. Wo bist du denn? Warte, komm. Und dann jetzt müssen wir uns Kleber. Da... Hast du noch... Nee, ich hab. Ich hab auch noch Kleber, 6 Stück. Und dann müssen wir uns mal um das Dach hier oben kümmern. Da liegen sie und schlafen. Ah, ich brauche geschmiedetes Eisen und Klebeband. So war das. Klebeband könnte ich machen, aber ich könnte jetzt kein geschmiedetes Eisen machen. Klebeband habe ich 3. Ja, aber ich, hast du ein geschmiedetes Eisen gefunden? Nee. Das hätten wir... Toll. Deine Leiter ist so toll platziert. Ich bin falsche Seite rübergesprungen. Oh. So. Ja? Mit dir nicht zu tief. Kit? Warte. Das. Das. Und. Da. Danke.
da. Ich denke mal, die 31 Federn können eigentlich auch raus erstmal. Liegen so ein Schlafen schon. Da. Ja. Oh, jetzt sind sie. Ach, du bist schon drüben! Ja. Keine Ausdauer. Au. Oh, ja, genau. Jetzt hat er Hunger, dass ich keine Ausdauer kriege. Oh, ich bin runtergefallen. Ach, oh, die nein. lebt noch. Oh nein. Hier kommen noch mehr. Komm hoch wieder. Ja, warte, ich bin unterwegs. Ich muss nur kurz was essen. Ja, also lass dir Zeit. Ach gut, weil ich mag das nicht, hektisch zu essen. Da liegen ja immer noch, oder sind die tot? Nee, die sind tot. Wo bist du denn jetzt? Ach da. Dann kann man ja hier mal kurz gucken. Hier liegt nämlich ein Nest. Ich hatte genau in dem Moment Hunger gekriegt und keine Ausdauer mehr richtig, als die fertig waren mit Stress, also als die angefangen haben. Wo sind sie jetzt? Bei dir? Nee, die sind unten. Aber war doch gut so, ne? Hochzugehen erstmal. Oder? Ja, aber wie lange wollen wir hier bleiben, ist die Frage. Also bis es wieder halbwegs hell wird. Es ist ja schon 12. Jetzt 4 Stunden hier oben chillen? Aber ja, das ich kann sind ja mal... nicht viel, nicht mal 4 Stunden in echt. Sag mal, hast du eine Kapuze? Also hast du eine Kopfbedeckung? Nee, jetzt nicht. Willst du eine? Nö. Was soll ich damit? Ich schmeiß die jetzt erstmal raus. Ich versuche hier ein bisschen Platz zu schaffen, weißt du? Okay. Zombie! Wo denn? Kam die Treppe hoch. Wo denn? Hier. Kommst du klar? Ja, ja. Der ist wieder runtergefallen. Oh. Nächste oben. Ja, ich komme. Oh, scheiße. Ich muss irgendwas für mein Leben machen. Geh weg. Lebt doch noch, oder nicht? Jetzt kommt. Oh, jetzt kommt noch ein Dicker. Oh, ich hoffe, mein Stuhl bricht nicht zusammen, ey. Und tschüss. Komm, hau ab. Geh weg, Dicky. Absolut zermetzelt. Voll dabei, Alter. Mein Stuhl, der bewegt sich hier hin und her. Aber ich kann das immer nicht hören, von wo die kommen, ey. Also schlecht einschätzen kann ich das. Hier kommen so die Leiter hoch. Ich wollte die Leiter gerade abbauen. Genau. Hier kommt keiner mehr hoch. Jetzt können wir ganz in Ruhe erstmal gucken, wie wir unser Leben wieder hinkriegen. Nahrung und Gesundheit 5. Das ist ja jetzt nicht so doll, ne? Aber hier kommt eigentlich keiner hoch. Weil da ist ein Loch. Gesundheit. Was kann man denn dafür machen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Hier, ich gebe dir mal Eisen. Hier, hinter dir. Ja, danke schön. Knochen können weg. Hm. Das sind nur Knochen, die brauche ich nicht. Hihi, du kommst nicht mehr ganz hoch. Du kommst nicht mehr ganz hoch. Es ist ja runtergefallen. Tschüss. Okay, warte mal. Hast du mal 5 Steine für mich? Nur nicht jetzt runterschmeißen. Du stehst vor mir. Hey, warte mal, ja, ich wollte gerade weggehen. So. Vorsichtshalber. Ja. Hast du, ne? Ja, danke schön. Mhm. Ja. Besuchen Sie uns bald wieder. So, davon können wir machen
2. Ja, aber dann würde ich vorher 2 gekochte Wasser. Wie lange würde denn das dauern? Eine Minute. Okay. Ja, müssen wir durch. Wir haben jetzt keinen Kochtopf. Dauert das eine Minute. Und dann würde ich gerne machen 2 gekochte Eier. Das dauert eine halbe. Können wir ohne Kochtopf gar nicht machen. Das ist doof. Wir können, glaube ich, nur verkohltes Wildbret machen. Gegrilltes können wir nicht, weil der Grill fehlt. Gekocht können wir auch nicht machen. Wir können nur verkohltes. Fehlt der Koch? Aber den Hirsch hattest du jetzt, ne? Ja, der ist jetzt hier drin, aus dem mache ich jetzt verkohltes. Was hat der gebracht? Oh, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Was habe ich denn jetzt gehabt? Da achtet man doch drauf, ey. 30, glaube ich. War jetzt nicht so wild. Doch, es war wild. Ja, aber das Wild war nicht so wild. Know what I mean? Nee. Ja. Rahmenformen. Brauche ich mal eine? Ach komm. Federn können weg, ne? Wir sind ja keine Indianer. So, 5 Wildbret haben wir. Dann machen wir nochmal 2 gekochtes Wasser. So, der restliche Wildbret. Dann haben wir. Kannst du 5? Ich hab 4 und dann passt das. Oh, ich hab Hunger. Oh, ich auch, sehe ich gerade. Hä, die ist die ganze Zeit. Ich esse mal Maiskolben, ne? Maiskolben kannst du essen warm, kannst du essen kalt. Ja, schön, aber die halten alle nichts aus hier. Nudeln kannst du kochen warm, Nudeln kannst du kochen kalt. Ah, da kenne ich noch jemanden, der die rund um die Uhr essen könnte. So, hier ist was für dich im. Ach, da ist ein Nest, hast du das gesehen? Ja. Das hätten wir uns mal machen sollen, ja. Im Feuer ist was für dich. Ja, das Verkohlte. Ja. Habe ich genommen. Gut. Und brauchst du noch Wasser? Der macht jetzt 2. Ich habe noch 12. Du hast 12 Wasser? Du hast mir die gegeben. So viel? Da war ich aber gnädig. Ja, du hast mir die gegeben. Okay. Oh, kein Holz mehr. Oh, das ist ja schön. Hier. Das ist ja schade. Du hast noch. Ja. Da ist auch ein Zombie. Können wir einmal reparieren. Und was machen wir noch? Oh, Jasmin, wir sind schon wieder bei 43 Minuten. Ja, Patrick. Ich sag's zwar immer wieder, aber ich muss die Zeit echt mehr im Auge halten. Ja, und wir sind immer noch nicht zum Krankenhaus gekommen. Ja, aber wir sind kurz davor. Wir können es schon sehen. Nicht? Nicht. Hier von der nicht. Ja gut, jetzt ist hier dieser Kackbaum im Weg. Da diese scheiß Natur macht sich überall breit. Oh, warte. Einmal Lugi machen. Da ist ein Haus und da ist da schon das Krankenhaus. Oder wo ist eigentlich die Eule, die hier immer macht? Ich glaube, die gibt's gar nicht. Na klar, hörst du doch. Das sind Verschwörungstheorien, Jasmin. Okay, ich bitte dich. Komm in meine Telegram-Gruppe. Ich wäre jetzt fast ins Loch gefallen. Ich hab doch gesagt, da ist ein Loch. Ja. Er hört ja schon wieder nicht auf mich. Was hast du gesagt?
So, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Morgen geht's weiter. Und wir gehen auf jeden Fall morgen Richtung Krankenhaus, I guess. So, aber wir können auch gleich aufbrechen, ne? Würde ich sagen. Ja, ich muss sagen, hier, du Bild, ja, rast dich aus. So, wir sehen uns morgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Hier einmal Eisen. Nice.